Ja, das ist schon einfach. Man erscheint einfacher. Harry sagt mir, ihr Junge fährt diese Indie-Typen. Ja, Sprints hauptsächlich. 2 World of Outlaw-Meisterschaften, 3 All-Star-Siege, 7 Einzelsiege hintereinander und er ist auch in der ESA. Ach ja? Das ist ja ein richtiger Statistiker. Versteht er auch was von Fahrern? Werden wir sehen. Ach, Harry, wo soll dein Fahrer herkommen? Aus Eagle Rock. Das ist doch bei Willsboro, nicht? Nein, Glendale, Kalifornien. Er ist ein Yankee? Nein, eigentlich nicht. Die Typen aus Kalifornien sind doch keine Yankees. Sie sind eigentlich gar nichts. Du sagst es. Das Fahrwerk ist okay, kann nichts daneben gehen. Ändert nichts daran. Hey, du bist ja doch noch nicht unter Misthaufen begraben. Siehst richtig gut aus. Und du erst, Junge. Das ist gar nicht so leicht, Harry, das kannst du mir glauben. Aber der Trümmerhaufen hier wird schon laufen. Ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du uns kurz den Wagen lässt, Rowdy. Ich hab's dir doch gesagt, Rowdy. Harry hat einen neuen Fahrer und er soll damit ein paar Runden drehen. Ich hab dir doch gesagt, dass Harry uns um einen persönlichen Gefallen gebeten hat. Wer ist der Fahrer? Tim hat mir erzählt, dass du Formel gefahren bist. Das stimmt. Und jetzt willst du ganz nach oben und Stockcars fahren. Das stimmt. Was weißt du über Stockcar-Rennen? Naja, ich sehe sie mir natürlich im Fernsehen an. Du siehst sie dir im Fernsehen an? Im ESPN. Die Berichte sind klasse. Ist verblüffend, wie viel man da mitkriegt. Ja, auf jeden Fall. Hör zu, vielleicht ist es noch ein bisschen früh für dich, in dieses Auto zu steigen. Warum? Gibt's da ein Problem? Nein, Sir. Steig nur ein, aber wenn du dem Baby auch nur ein Haar krümmst, trete ich dir mit Anlauf in den Arsch. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie das mal halten? Hat er nicht gehört, was Rowdy gesagt hat? Wart mal einen Augenblick. Sollten wir nicht erst mal miteinander reden? Was, darüber, wie ich fahren soll? Klar. Darüber, wie du es geschafft hast, so lange am Leben zu bleiben. Also ich lass dich nicht diesen Wagen fahren. Mhm. Was ist denn los? Er denkt, ich kann's nicht. Du hast gesagt, du guckst ihn dir an. Ja, das habe ich doch auch. Ich habe 2500 gelöhnt, damit wir heute auf die Strecke dürfen. Vergessen Sie es. Er braucht einen Markennamen wie Axon oder einen Richard Petty. Ach Quatsch, ich erkenne Rennfahrer, wenn ich einen sehe. Was ist denn nun los, Harry? Steigt das Ding oder nicht? Tu uns doch den Gefallen, Harry. Lassen Sie mich fahren. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Die Tunnelwende ist recht tückisch. Ganz egal, ob es heiß oder kalt ist, es ist spiegelglatt da. Und man schleudert hin und her. Du knallst schneller an die Wand, als du denkst. Also nichts übertreiben. Ich trete ihm jetzt noch den Kopf! Nein, machst du nicht! We'll be right back.
Er liegt unter Rowdys Zeit. Vielleicht hätte er ihn doch besser zu Schrott gefahren. Das war richtig schnell. Ja. 31 Sekunden. Damit könntest du die Pole Position kriegen im nächsten Rennen. Sag mal, das ist doch ein Scherz von dir. Du bist noch nie vorher Stockcar gefahren. Nein, vor allem Sprints. Wie heißt du denn? Buck Bretherton, und du? Cole Trickle. Schön, dich kennenzulernen, Buck. Und wie mich das erst freut, Cole. Du hast verdammt viel Glück gehabt in der Tunnelwende da, denn der Wagen war weit aus der Spur. Wenn Sie das für Glück halten, dann fahre ich nochmal. Du fährst gut. Danke dir. Dann hol dir jetzt einen eigenen und wir sehen, wie es im Rennen läuft. Und warum hast du nicht in der Formel weitergemacht? Ich habe meine Lizenz verloren. Nach 2 Meisterschaften und 7 Siegen in Folge hat man dich gefeuert? Ich habe meine Lizenz verloren. Hab aber trotzdem nicht aufgehört. Warum denn das? Ich war noch nicht weit gekommen. Wohin willst du denn? Nach Indianapolis. Aber ohne einen tollen Wagen kann ich da nicht siegen und mein Name ist auch nicht Andretti oder Anza. Wenn du oben bist, ist ein Stockcar nur ein Stockcar. Die sind alle ziemlich gleich. Hey, Stockcars sind alles andere als gleich. Also beleidigen wollte ich sie ja nicht. Ich wollte nur sagen, dass Stockcars so gebaut werden, dass sie auf demselben Level sind. So steht's im Reglement. Also dann kann mich doch ein anderer Wagen nicht schlagen. Du hast gesagt, ich kann nur ein anderer Fahrer schlagen. Ja. Sie bauen mir einen Wagen und ich gewinne nächstes Jahr in Daytona.